Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Ich hole mal ganz kurz das Mikro etwas näher und schmeiß dabei erstmal alles um, was ich auf dem Schreibtisch stehen habe. Sehr sauber. Ich habe ja kandidoserweise hier diese eine Produktionstätte doch. Und mir ist noch was in den Sinn gekommen. Abgesehen davon, dass es gerade kurz geruckelt hat. Mir ist was in den Sinn gekommen. Was ist mir in den Sinn gekommen? Genau, ich würde ganz gerne um ein Feld weiter mich bemühen, dass ich da die Schrauben noch produziere und hier noch Stangen. Weil im Endeffekt hole ich von... Ich korrigiere, Platten. Weil im Endeffekt hole ich von hier aus Platten rüber auf langen Wege. Moment mal, ist das denn überhaupt sinnig? Da hinten werden die Stangen produziert. Genau. Genau, ich könnte dann hier Platten produzieren und... ja, okay. Ich muss das anders aufbauen. Zum einen würde ich das hier zum Beispiel abziehen. Also sprich, der hier würde dann hauptsächlich nach hinten liefern. Und ich hätte nur noch zwei. Ja, würde auch besser passen. Also bin ich momentan an überlegen, wie ich das am schlauesten aufbauen kann. Und das erste Schlaue ist, dass wir uns erstmal darauf fokussieren, zu gucken, wie es sich mit meiner Stromsituation verhält. Weil ehrlich gesagt, grandioserweise denke ich mir jetzt, so langsam sollte ich es doch grandioserweise haben. Und deswegen gucke ich mal. So eine Anzeige, wo man von unten schon aussehen könnte, wie voll es ist, wäre auch nochmal ganz schön. Bin ich ganz ehrlich. Okay. Perfekt, voll. Sehr voll. Das heißt, hier sind auch alle Tanks voll bis oben. Naja, so gut wie, ne? Okay, aber mehr brauche ich theoretisch gesehen nicht, ne? Also, eigentlich bräuchte ich nur mindestens 150, 200 als Rücklaufabsicherung. Also von daher machen wir uns den Spaß und schmeißen mal alle wieder an. Und ich mal wortwörtlich anschmeißend. Da muss ich mal gucken, dass ich Stromreserven baue. Also klar, ich habe jetzt ein Akkusystem, aber momentan nutze ich es gleichzeitig, während ich es lade, so gesehen. Weil der Eingang auch gleichzeitig als Ausgang fungiert, leider. Aber wie gesagt, wir gucken jetzt erstmal, ob das hier funktioniert, wie ich das mache. Wenn nicht, dann habe ich noch eine Idee, was ich machen kann. Und das wäre halt,
ein zweiter Turm von diesen Dreierwasser-Dingern, wie ich da hinten habe. Moment. So einer. Dort am Ende zu bauen. Der dann rückläufig, ja, diese Tanks hier befüllt. Also sprich, alles bis nach hinten läuft er durch, der Kram. Und befüllt dann wiederum hier die Tanks separat nochmal. Das heißt, das ganze Prinzip, was ich hier jetzt aufgebaut habe, werde ich dann eine Reihe nach Dan und eine Reihe nach Dan wiederum aufbauen müssen. Weil das vom Platz her echt groß wird. Und nur in die Richtung, in diese da, wird es nicht funktionieren. Vor allem muss ich auch diese temporäre Kohlefabrikationskette hier abbauen. Und ja, muss da mal einfach gucken, wie sich das verhält am Ende. Aber alles in allem, sollte grandioserweise hier immer relativ mehr drin sein, als rausgeht. Also, hoffe ich. Hoffe ich? Fragezeichen? Ja gut, ich könnte jetzt noch überall zusätzlich Rohr dranbringen und sagen, okay, hier, du befüllst den Tank, du befüllst den Tank, USW. Aber ich hoffe erstmal. Okay. Warten wir einfach ab. Wenn ich dann sehe, okay, Strom wird wieder knapp oder es passt nicht mehr, dann wird er nochmal dran herumgewerkelt. So, jetzt mache ich den nächsten Step. Gar nichts rein. Das ist dann ganz gut. Aber warte mal, warum kommt da nichts rein? Weil kein Eis ankommt, gell? Na gut, das muss jetzt sowieso auf Platten umgeholt werden. Das bleibt so. Das ist wieder Platten. Dann wird das hier auf Stangen umgedingst. Und das wird dann auf Schrauben umgedingst. Achso, ja gut. Gut, da es noch keine Verbindung ist. Genau. Jetzt muss ich kurz nachdenken. Lass mich kurz nachdenken. Schrauben zurückgepackt. Und hier müssen Platten hin. So, ein paar Platten bleiben. Aber dann nicht so wenig. So.
Claude oder. Yep. Gut. Warum ist mir der Sinneswandel gekommen? Weil ich gemerkt habe, es wäre doch ganz schlau, wenn ich mehrere Produktionsketten habe, schrägstrich hätte. So, Platte, Platte, Platte. Ist richtig. Stangen, Schraube, Stangen, Schraube, Stangen, Schraube. Ist auch richtig. Hier Schraube. Hier Stange, genau. Hier ist Platte. Ich glaube, hier habe ich noch auf Stange, ne? Ne, hier ist auch Platte. Gut. Dann passt das ja doch noch. Dann ist die Produktion nämlich richtig. Und jetzt muss ich nur diesen Abzweig hier. Also. Ja, wie gesagt, das kann ja eigentlich durchlaufen. Das heißt, ich brauche dieses Laufband auch nicht mehr. Mache ich das mal so. Weil ich gerade noch mal herumtesten muss. So. Das sind die Platten für separat. Also kommt... Halt, da muss auch noch das und das weg. Genauso wie das. Das. Und das. So. Produktion kann ich nur einen Assembler erstmal machen. Und dabei handelt es sich dann um... Muss ich kurz überlegen. Nein, Assembler nicht, sondern ich brauche ein... Ah, Leute, das ist doch mal wieder richtig gut, wenn man so keinen Plan hat von dem, was man eigentlich gerade machen will. Nein, kein Smart Split, ein normaler Split. Genau so. Und so. Jetzt kann ich den Assembler davor bauen. Weil ich jetzt den Abstandshaltung habe. Genau. Orientierung ist schon mal ganz gut. Genau. So, jetzt sollten hier Platten und Co. reinfließen. Genau. Kommt das hin? Ja, mache ich das erstmal daran.
Okay, funktioniert. Und genau denselben Aufbau. Ich wollte nur Mausrad reindrücken, da hat er automatisch dann so geskippt. Genau denselben Aufbau mache ich nochmal hier. Wie viel Abstand ist das Schwissen? Ah, gar keiner. Also ist das wirklich dicht auf dicht. Finde ich sehr faszinierend. Erst recht, weil ich das hier falsch verstanden habe. Aber jetzt habe ich es richtig. Ach so, warte, den habe ich jetzt auch falsch gemacht. Genau. Ich brauche 4 Rotoren. Die sollten ja da hinten auch schon inzwischen vorhanden sein. So. Und da werden dann auch noch mal diese Plates hergestellt. Kann ich auch noch da anschließen? Ja, das ist dann auch das Letzte, wie ich mir das schon gedacht hatte. Halt! Viel wichtiger sind alle anderen angeschlossen. Angeschlossen, angeschlossen, angeschlossen. Ja, okay, sieht sehr gut aus. So. Und das heißt jetzt, dass... Moment, warum kriegt er keine Schrauben? So, Schrauben sollte er eigentlich kriegen. Warum kriegt er keine Schrauben? Ah! Weil noch keine Schrauben durchlaufen. Gut, jetzt kriegt er aber Schrauben. Genau. Gut, das heißt, jetzt kriegt er Schrauben, kriegt Platten, produziert dasselbe wie der links von ihm. Und dementsprechend... wie mache ich das jetzt? Ja, muss ich mal ganz kurz. Organisation. Okay, jetzt muss ich kurz warten, bis das fertig ist, damit er hier das einzieht. Aber eins steht fest. Zusammenbauen kann man die Dinger nicht. Komm schon, mach hin. Sehr schön. So.
Es gibt auch zu kurz, ist das dein Ernst? Yay, okay, okay. Hast da ein Splitschwissen, ist die Frage. Oder nee, ein Konvoyer meine ich. Hier ein Konvoyer Merch. Nein. Gut, dann muss ich das anders aufbauen. Das widerspricht schon mal wieder meiner Natur, das so zu machen, aber okay. Wie ist jetzt wie anders? Erstmal. Achso, ja, wir haben übrigens Truck freigeschaltet gehabt. Fällt mir fast aus dem Sinn. Das funktioniert, okay. So, Organisation. So, dann ist hier der Container. Und ich glaube, ich habe jetzt schon wieder einen Fehler, oder? Ja, warte mal. Gut. Okay, dann jetzt nochmal das und nochmal das. Und auch das hier. So, ich hoffe, dass jetzt richtig ist. Funktioniert, funktioniert. Und hier funktioniert es bitte auch. Okay, perfekt. Dann kann ich alles hier reinpacken.
Okay. So, die Platten sind da gut aufgehoben, die da. Warte, bin ich jetzt abgedeppert oder? Nee, ist richtig. Platte Schraube, Platte Schraube, Platte Schraube. Genau. Gut, dann haben wir das schon mal gemacht, Leute. Dann sieht das schon mal so aus. Guckt mal euch das an, das ist doch prima. So, und dann kann ich ja später, das war ich aber wirklich später, eine zweite Produktion von diesen Modular Frames anleiern. Weil ich sag mal so, gerade brauche ich die nicht so in der Menge, aber ich kann die ja halt super lagern gerade. So. Jetzt die Frage. Ich wollte ja noch die Statoren machen. Ja, Statoren, das wollte ich. Die brauchen Kupfer und Steel Pipes. Was sagt denn das Stromnetz gerade? Das sagt, es hat genügend Strom. Temporär ein paar machen. Da würde ich aber zumindest hier an der Kette hier anknüpfen wollen. Weil das dann zu einer Motorproduktion führt. Wie gesagt, für den Baumodus ist das zwar immer schön, wenn man hier ungefähr sieht, wo die Linie ist. Aber manchmal hätte ich doch ganz gerne eine etwas offensichtlichere Linie. So. Statoren, Pipes und Kupferdraht. Achso, und natürlich auch temporär anschließen an. Wo ist denn der zweite Schwebende hier? Da. Wieder klar, dass ich keine Platten habe. Wo ja auch schon wieder beim nächsten Problem wäre, was kommen wird. So, daher das ja temporär ist, darf das so komisch aufgebaut sein.
Und ich wäre nicht ich, wenn ich nicht schon wieder Platten bräuchte. Genau. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Nein, das waren die Modular Frames. Cool, ich habe schon 100 von denen. Okay. Dann wieder ein Assembler dazwischen. Daher ist ja, wie gesagt, wieder nur eine temporäre Übergangslösung ist. So, und jetzt Motoren. Okay. So. Und da kann ich mal einen ganzen... Jetzt wollte ich fast Tank sagen. Einen ganzen Container mitfüllen. So, okay. Grandios. Das läuft jetzt erstmal autonom. Und dann kann ich den Rest alles später noch wirklich über dieses Prinzip weiter aufbauen. Okay, Leute, aber ich würde sagen, ich mache hier erstmal Schluss. Im nächsten Part geht es dann weiter. Dann werde ich die Kette nochmal weiter verfeinern. Wie gesagt, ich will jetzt die Fabrikationskette so langsam wirklich immer mehr aufbauen. Wie gesagt, eigentlich war eigentlich der Gedanke erstmal Grundrezepte, dann weiterführende Rezepte, dann wieder weiterführende Rezepte und so weiter. Halt Stock für Stock. Deswegen ist das alles, was eigentlich nach den Schrauben und Platten und so kommt, eigentlich das, was auf Stockwerk 2 käme. Hier wäre eigentlich, hier unten wäre eigentlich wirklich nur reiner Lagerbereich. Und wäre dann Dutzende von diesen Containern. Dann im nächsten Stock dasselbe Prinzip. Die weiterführenden Rezepte, auch wieder dann Lagerbereich, dann wieder weiterführende Rezepte, wieder Lagerbereich, bis es dann halt nur noch irgendwie so zwei, drei Maschinen sind, die dann die Restsachen produzieren. So. Anderes Problem ist, wir haben im Moment nicht wirklich viel Eisen hier oben. Deswegen, ja. Werde ich mal mich ganz kurz darum kümmern. Take all. Okay.
Okay, läuft doch prima. Was ich noch anschließen müsste, wäre der hier, damit er auch die Motoren produziert. Okay, ich brauche bald noch eine weitere Luftstromquelle. Aber okay. Huch. Okay, aber jetzt wirklich. Klar. Beim nächsten Mal geht es weiter. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben und dabei sein. Und ich würde sagen, man sieht und hört sich einfach beim nächsten Mal hier wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Habt eine schöne Woche. Habt schöne Tage. Ich bin raus. Euer Saus. Haut rein. Und ciao. Tschüss.